Reifen werden unterschätzt. Sie sind das Bindeglied zwischen deinem Auto und der Straße. Gerade bei schwierigen Wetterverhältnissen ist es daher enorm wichtig, dass der Zustand deiner Reifen passt. Wann solltest du dich also auf die Suche nach neuen Reifen machen? Wenn die alten mehr als 8 Jahre auf den Stollen haben oder wenn das Profil zu gering ist? Mit einem Profiltiefenmesser kannst du das ganz einfach bestimmen. Sommer- und Winterreifen müssen gesetzlich noch mindestens 1,6 mm Profiltiefe drauf haben. Wir empfehlen dir aber mindestens 3 mm bei Sommer- und 4 mm bei Winterreifen. Sonst wird's kritisch bei Nässe, Schnee oder Schneematsch. Und so kommst du an möglichst gute und auch preisgünstige Reifen. Schau erstmal ins Internet, zum Beispiel unter adac.de. In der Rubrik Reifentest kannst du dich über geeignete Reifen für dein Fahrzeug informieren. Im Netz kannst du dann nach guten Angeboten suchen. Erkundige dich aber auch bei lokalen Reifenhändlern nach den Preisen für ausgewählte Modelle. Hier erfährst du auch Preise für das Aufziehen auf die Felge, Wuchten und Radmontage. Die Entsorgung der Altreifen musst du zudem meist auch bezahlen. Wenn nur ein oder zwei Reifen abgefahren oder kaputt sind, solltest du immer achsweise tauschen, also immer mindestens 2 Reifen erneuern. Wenn alle Reifen die vorgeschriebene Dimension haben, darfst du auch verschiedene Hersteller kombinieren. Wir empfehlen jedoch, bei einem Modell zu bleiben. Die Reifen mit dem besseren Profil müssen auf die Hinterachse, so wird das Auto vor allem in Kurvenfahrten nämlich stabilisiert. Und wenn du dich jetzt nicht entscheiden kannst, ob du lieber gleich auf Breitreifen umrüsten willst, dann mach dir Folgendes bewusst. Die Dinger sehen zwar besser aus und bieten auch mehr Grip auf trockener Fahrbahn, bei Nässe kommt es aber auch schneller zu Aquaplaning. Der Fahrkomfort wird beeinträchtigt und der Kraftstoffverbrauch kann steigen. Wenn die Sportlichkeit also nicht so im Vordergrund steht, ist eher die gängigste Reifendimension für dein Auto am besten. Welche Reifen du überhaupt aufziehen darfst, steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 2 unter dem Punkt 15 oder sagt dir auch der Reifenhändler. Wie zum Beispiel 195 65 R15 91 H. 195 steht für Reifenbreite in Millimetern. 65 steht für das Verhältnis von Höhe zu Breite des Reifenquerschnitts in Prozent. Strich 50 bedeutet, die Reifenhöhe ist halb so groß wie die Reifenbreite. R steht für die Reifenbauart. R heißt radial, die heute übliche Reifenbauweise. 15 steht für den Felgendurchmesser. 91 ist die Kennzahl für die Belastbarkeit des Autoreifens. H ist das Geschwindigkeitssymbol, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Reifens angibt. Wenn du ein neueres Auto hast, ist hier wahrscheinlich ein Reifendruckkontrollsystem installiert. Die Sensoren hierfür sitzen oft in der Felge am Ventil. Am besten informierst du die Werkstatt gleich darüber, wenn du den Termin vereinbarst. So wird alles optimal vorbereitet und eingestellt und du hast schnell wieder richtig Grip. Asphaltschneider oder dicke Schlappen? Was fährst du lieber auf deinem Auto und warum? Schreib es unter das Video.